was können die Fans erwarten? Also es wird schon ein bisschen anders als das, was ich vorher gemacht habe. Meine Band, die Mädels und die Burschen sind einfach ein absoluter Hammer, weil die haben das erarbeitet und haben das natürlich auch schon vorgespielt und jetzt irgendwie fühle ich mich mehr als ein Teil von ihnen. Weil vorher bin ich vorn gestanden, habe die Leadstimme gesungen, zack und so. Ich behaupte, es ist neben Rise Like a Phoenix wahrscheinlich das Authentischste, was ich an Musik rausgebracht habe. Es ist definitiv elektronischer, als viele gedacht hätten wahrscheinlich. Da bin einfach zu 100% ich drinnen. Ich habe nach dem Song Contest mir gedacht, ich darf diese Chance nicht vergeben, habe alles aus der Hand gegeben, was man sich nur vorstellen kann, weil ich dachte, dass Profis das besser können als ich. Und plötzlich habe ich mich total verloren, weil nichts mehr von dem, was ich getan habe, gesagt habe, war irgendwie von mir initiiert, sondern ich habe einfach nur ausgeführt. Und dann in der Früh wach zu werden und sich zu denken, okay, was macht mich denn eigentlich nur glücklich, hat mich dann dazu gezwungen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Ja, im Zuge dessen habe ich einfach auch für mich erkannt, wenn da draußen mein Name steht auf der Tür, dann muss auch von mir der kreative Output kommen. Und habe mir natürlich dann die Frage gestellt, warum mache ich nicht eigentlich auch die Musik, die privat her? Mein musikalisches Verständnis reicht irgendwie so von Céline Dion bis Björk. Und da ist jetzt ja ziemlich viel dazwischen möglich. Also auf der Bühne zu stehen und Songs zu singen, wo ich genau weiß, wen ich damit meine, ich weiß, in welcher Situation ich war, wie sie das angefühlt hat. Und plötzlich interpretiert man halt nicht mehr nur einen Song, sondern singt ihn halt einfach. Und das ist, ja, das ist ein Gefühl, das ich so vorher bei Rise Like a Phoenix schon gespielt habe, weil da habe ich einfach gewusst, das ist die Art von Musik, die ich liebe und der Text ist einfach, ja, so, ich bin ein Phönix aus der Asche. Also, wenn da ein Spiegel vor mir war, hättest du mit mir kein Wort wechseln können, weil ich war damit beschäftigt, mich anzuschauen. Also So ich, schlimm. nein, so schön. So schön. So schön, ich habe mir immer gedacht, oh Gott, Jennifer Lopez, who? Also, das war das Letzte, was ich hätte tun wollen. Mich irgendwie einen Pepe aufsetzen und Wimpern kleben und hin und her. I was so over it. Ich schließe überhaupt nichts aus. Weil ich stehe ja um 4 in der Früh auf der Bierbank und singe atemlos. Also, sicher, Helene, I got your back. Ich finde, es hat alles eine Berechtigung und ich habe für so ziemlich alles einen Moment, wo ich diese Art von Soundtrack brauche. Ich meine, ich höre Vivaldi und Wagner. Ich sehe mich als Künstler, also ich sehe mich nicht als Musiker, sondern ich nehme alles, was es gibt, um die Welt in meinem Kopf zum Leben zu erwecken. Und es braucht Visuelles und es braucht Musik und es braucht, wie soll ich sagen, eine Atmosphäre. Und darum schließe ich das nicht aus. Also ich glaube nicht, dass ich Schlager mache, weil da muss man jetzt so viel Akrobatik machen. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu arg. Aber ja, ich hab keine Ahnung. Es ist, ja, why not?